So, der Bastelzeit. Und heute habe ich mal wieder etwas aus der Restekiste. Mal gucken, was wir damit noch machen können und ob wir das irgendwie smart machen können. Und zwar habe ich das hier. Eine Lampe für Kinder. Children's Lamp. Ja, was steht denn Schönes drauf? Technische Spezifikation, eine LED, Durchmesser 5 mm. 3x LR44 mitgeliefert als Leistung. Ich hätte das jetzt als Batterie bezeichnet, aber okay. Und das Ausmaß 150x80x86. Nicht für Kinder bis 3 Jahre geeignet, enthält kleine Bestandteile. Und der Hersteller kommt wohl aus Tschechien, Tschechische Republik. Okay, dann schauen wir mal, was denn so hier drin ist. Wahrscheinlich eine Lampe. Und hey, ich habe die Cloud gefunden. Okay, also gucken wir mal, was die Cloud so kann. Die Cloud hat auf jeden Fall schon mal ein Gesicht. Hat hier unten ein Batteriefach und das sind tatsächlich Knopfzellen. Hier nehmen wir mal weg. Steht eh nichts Sinnvolles drauf, außer dass es CE hat. Was jetzt bei einer LED wahrscheinlich nicht viel aussagt. Ich schätze mal, es sind tatsächlich nur die Batterien, eventuell ein Widerstand und eine 5 mm LED. Na gut, schalten wir mal an und an, sagte ich. Okay. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann, aber es versucht zu leuchten. Probieren wir mal Licht aus. Also, man muss sich schon sehr Mühe geben, um zu sehen, dass da irgendetwas leuchtet. Ich mache es mal gerade nochmal aus und wieder an. Vielleicht kann man es dann so den Unterschied sehen. Ja, doch, da kann man den Unterschied so ein bisschen sehen. Aber das ist sehr überschaubar. Nun gut, schauen wir mal ins Innere, was sich denn da so versteckt. Und ich habe die Befürchtung, das wird tatsächlich ein bisschen komplizierter. Denn das scheint eingeklebt zu sein. Mäh. Also Schritt 1, machen wir mal die Batterien da raus. Gucken, wie schlimm die sind. Ich muss gestehen, das lag schon doch das eine oder andere Jahr hier rum. Also würde mich jetzt nicht wundern, wenn die Batterien doch eher durch sind. Ja, da haben wir sie. Üblichen Knopfzellen. Ich glaube, die haben nochmal. Gute Frage, haben die 3 Volt? Ich meine, LR44 war 3 Volt, nicht 1,5, oder? Nee, wir werden es jetzt sehen. Ist auf jeden Fall dann tatsächlich ein bisschen höher als gedacht. Normalerweise so eine LED, eine einzelne weiße, wäre eigentlich 3 Volt. Aber schauen wir doch mal. Was haben wir denn hier so? 1,1 Volt. Nee, also sind es 1,5 Watt Zellen. 1,1. 1,1, ja. Die hätten 1,5 wahrscheinlich sein sollen. Nee. Das wären dann 4,5 Volt, die wir hier insgesamt in dem Akku, nicht Akku, in der Batterie haben. Da unten steht sogar eingeprägt 1,5 Volt. Kann man so eventuell ein bisschen erahnen. Dann habe ich hier ein Netzteil. Dann können wir es mal mit den gewünschten 4,5 Volt befeuern. Mal gucken, ob das dann ein Stück heller ist. Andererseits die Frage ist halt, wofür ist es gedacht? So als Nachtlicht braucht man ja auch eigentlich nicht so viel. Ne? 4,49, das ist okay. Dann schauen wir mal. Minus ist. Moment. Plus ist die Feder. Dann wechseln wir mal hier gerade. So. Plus ist die Feder. Und Minus ist das andere. Da habe ich die Messspitze dann. Und schalten wir mal an. Ja. Es ist ein Stück heller. So viel ist schon mal zu sagen. Strom etwa 50 mA so um den Dreh. Wenn die das durch eine LED jagen, ist das sportlich. Andererseits, die 4, irgendwas Volt sind auch sportlich. Allgemein ist es jetzt nicht unbedingt etwas, wo ich sagen würde, ja, das ist gut, weil zum einen die Knopfzellen bin ich kein großer Freund von. Nicht so wirklich viel Leistung, sind nervig zu ersetzen. Und bei 50 mA werden sie wahrscheinlich auch nicht mehr so lange halten. Können wir gleich ausrechnen.
Aber für mich relativ egal jetzt erstmal. Ich schneide mir mal hier meinen Weg ins Innere. Ich gehe davon aus, dass hier dieses mittlere Teil eingeklebt ist. Ich gehe zwar davon aus, dass es hier eingeklebt ist, weil hier so eine wunderschöne Linie ist. Ups. Aber ich versuche es einfach erstmal hier unten diesen Hartplastikteil vom Weichplastik zu trennen. Das klingt mir eigentlich sinnvoller, oder? Ach komm, wir wollen direkt den großen. Schneiden wir den einmal uns raus. Dann können wir zum einen gleich die Elektronik sehen. Und zum anderen schauen, was wir damit anstellen können. Mindestens mal die Batterie irgendwie ersetzen. Ich meine, wenn wir schon 4,5 Volt haben, hey, das nächste wäre 5 Volt USB. Oder 4,2 Volt runter mit einem Akku, Lithium-Akku. Aber ich gehe davon aus, es läuft eh über ein neues Innenleben, auf ein neues Innenleben hinaus hier. Ja, schön schneiden ist es nicht, aber ist es unten drunter, da fällt es eh keinem auf. Von daher, man möge mir verzeihen. Lose ist's. Und haben wir eine LED und einen Widerstand, wie vermutet. Komm da raus. Yay! Das ist tatsächlich nur eine LED und ein Widerstand. Ha. Dann sind die 50 mA aber wirklich sportlich. Ja, die LED sitzt nicht in der Mitte. Der Widerstand, was zum Geier ist das denn? Braun, grau, schwarz und wahrscheinlich Gold dann, Standard. Müsste ich jetzt sogar nachgucken, was grau ist. Ja, was haben wir denn jetzt noch übrig? Wir haben die Elektronik im Sinne von einer LED in Widerstand und einen Batteriehalter, pardon, und einen Schalter mit dem Batteriefach entsprechend. Die Batterien liegen hier noch irgendwo rum. Und the main case, die wunderschöne Wolke mit einem Loch unten drin. Dieses Loch können wir uns natürlich zunutze machen. Das heißt also, hier kommt jetzt was Eigenes hin. Und was könnte hier wohl hinkommen? Naja, also ich denke mal, wir können relativ gut sagen, dass eine LED gar keine so schlechte Idee ist. Also kommt wieder LED rein. Aber vielleicht eine mehrfarbige. Irgendwas Schönes mit RGB und vielleicht steuerbar und mit USB. Und ich guck mal, was ich hier so rumliegen habe. So, dann schauen wir doch mal weiter hier nach unserer kleinen Wolke hier. Wir hatten ja beim letzten Mal schon ausgehöhlt und entsprechend hier die LED entfernt, die eine sehr hochkomplexe Schaltung hier dahinter hat. Wie schon gesagt, ich möchte das Ganze ein bisschen umbauen, sodass das Ding für mich auch einen Nutzen hat, und zwar nicht als Nachtlicht, sondern eher als irgendeine Art von Benachrichtigung. Das heißt, wir brauchen für hier unten irgendwas Neues. Ja, RGB soll es sein. Nee, macht ja Sinn, wenn wir hier eine weiße Wolke haben. Ein Neopixel wäre da wahrscheinlich ausreichend gewesen, aber wieso einen, wenn man mehrere haben kann? Das hier ist ein Streifen mit entsprechend 8 Neopixeln. Neopixel heißt in dem Fall, jede von diesen LEDs kann rot, grün oder blau leuchten und sie lassen sich einzeln ansteuern. Das heißt also, ich kann jede in einer anderen Farbe leuchten lassen. Den können wir entsprechend hier unten einbauen. Dann hätte man die Lampe hier oder die Wolke beleuchtet. Und ja, wie schon gesagt, ansteuern. Das heißt also, wir brauchen da ein bisschen mehr. Zum einen, wir haben hier, wenn wir hinten drauf gucken, die Stromversorgung. Die ist zwischen 4 und 7 Volt angegeben. Ne, das ist zwischen 4 und 7 Volt. Ich würde sagen, wir nehmen einfach irgendein altes USB-Kabel. Ich habe da immer mal welche abgeschnitten, wenn ich was entsorgt habe. Und ja, dann hätten wir unsere 5 Volt schon mal. Allerdings brauchen wir noch Daten, das Ding muss ja angesteuert werden, D-In. Die hier leuchten also nicht einfach zufällig, gibt es auch, sondern die hier lassen sich wirklich ansteuern. Und ich möchte es halt situationsbezogen ansteuern. Situation muss irgendwo herkommen und ja, am sinnvollsten da wahrscheinlich irgendetwas mit Funk. Das heißt also, der gute alte WLAN ESP8266. Damit sollte man auf jeden Fall hier weiterkommen. Muss man natürlich aufpassen, der ESP8266 selber, der läuft mit 3,3 Volt, die hier mit 5 Volt. Offiziell müsste hier noch ein Pegelwandler dazwischen. Realistisch gesehen geht es in den meisten Fällen auch ohne. Und ja, es geht meistens noch gut, wenn man sie direkt miteinander verbindet.
Ich muss mal gucken, ob ich hier so einen großen reinmache oder die gute alte Briefmarke mal wieder ausklappe. Das ist im Prinzip dasselbe wie hier, nur auf einem kleineren Format. Aber das wäre prinzipiell mal der Plan. Das hier, das kommt dann auf jeden Fall weg. Denn ehrlich gesagt, batteriebetrieben macht in meinen Augen auch nicht wirklich Sinn für hier sowas. So mobil wird man die jetzt eher nicht betreiben, dass es wirklich massiv nötig ist, da eine Batterie reinzubauen. Und Dinge leuchten lassen braucht halt Strom. Und gerade hier mit den Knopfzellen, die hier drin waren, das hält wahrscheinlich eh nicht ganz so lange. Und spätestens, wenn wir dann hier noch mehr LEDs, die dann auch natürlich heller leuchten können und eventuell hier mal gucken, vielleicht dauerhaftes WLAN, vielleicht gepulstes WLAN reinmachen. Das ist auf jeden Fall ein bisschen viel für eine LED, ohne da jetzt noch Zusatzbeschaltung zu machen. Man kann natürlich versuchen, hier durch Tricks das Ganze effizienter zu machen. Das funktioniert bei der WLAN-Seite relativ gut. Da könnte man zum Beispiel sagen, okay, ich bin da jetzt nicht so, habe da nicht so hohe Anforderungen. Das heißt, ich gehe nur einmal die Minute oder so hin und gucke nach, ob da eine neue Farbe angezeigt werden soll. Das spart natürlich eine Menge Strom, aber ja, beim Licht kann man nicht viel Strom sparen. Ja, wir können es halt dunkler leuchten lassen, aber das war es dann auch. Okay, genug gequatscht. Ich würde sagen, wir gucken erst einmal, dass wir hier den ESP irgendwie ans Laufen bekommen. Ich weiß nicht, ob das Board hier noch in Ordnung ist. Also suchen wir uns mal ein bisschen was hier an Kabeln und schauen einfach mal, ob hier noch irgendwas lebt. Stecker rein und... Es fängt zumindest nichts an zu brennen, das ist schon mal soweit ganz okay. Ich denke, damit sollten wir dann hier weiterkommen, dann werde ich den auch weiter benutzen, denn hier bei den kleinen, da ist kein Spannungsregler mit dabei, das heißt, ich müsste dann noch hingehen und müsste noch irgendwie einen Linearregler oder einen Schaltregler verbauen. Hier ist der Linearregler halt schon mit drauf. Das Ding hier ist nicht ganz so effizient, eben weil auch Dinge dabei sind, die ich nicht brauche, wie zum Beispiel hier dieser USB-Controller, den braucht man halt einmal zum Programmieren und dann war es das. Allerdings, wenn das Ding halt einmal läuft, wird der weiterhin mit Strom versorgt und das ja, ist halt im Prinzip unnötig. Egal. Ja, gucken wir mal, was machen wir denn an Software drauf? Gute Frage. Ich würde fast sagen, wir holen WLED. Das ist eine fertige Software, die sowas unterstützt. Mal schauen, ob wir da was drauf spielen können. Also gehen wir mal auf die Webseite install.wled.me, wählen hier einfach nur Install aus. Standardmäßig ist die aktuelle Beta ausgewählt. Alternativ kann man auch auf den letzten Release gehen, der dann gegebenenfalls stable ist, also weniger anfällig für Fehler. Und nach dem Druck auf Install muss man auswählen, wo das Ding angeschlossen ist. Das wäre bei mir der hier, USB Serial. Connecting. Jetzt müsste eigentlich sich hier was tun. Also, Install WLED. Yes, please. Und wir sehen es jetzt hier blinken. Entsprechend sind wir auch im Bildschirm ja auch Erasing. Kurz darauf müsste er dann eigentlich auch anfangen zu programmieren. Und auch hier sehen wir es da blau blinken. Entsprechend läuft die Datenübertragung. Warten wir mal ab, bis das der hier durch ist. Okay, Installation complete. Jetzt können wir hier noch unser WLAN konfigurieren. Und ja, wie üblich klappt es mal wieder hinten und vorne nicht. Leider WLED wie auch ESP Home und die ganzen anderen Fertigsachen funktionieren nur so mäßig, gerade mit nachgebauter Hardware wie hier so einem Pseudo-Node-MCU-Nachbau. Okay, gut. Dann machen wir das anders. Dann machen wir es doch mit ESP Home. Habe hier schon mal die Config vorbereitet und dann gehen wir mal auf die Suche. Und wenn wir hier gucken, wir suchen ja Licht. Hier gibt es zwei Stück, die passen dürften. Fast LED und Neopixel Bus. Fast LED habe ich früher schon mal benutzt, aber hier ist eine dicke, fette Warnung. Fast LED funktioniert nicht, wie vermutet, mit Arduino 3 oder neuer beim ESP8266. Downgrade wollte ich jetzt ungern machen und ESP8266 ist das hier ja, also vielleicht nicht die beste Wahl. Neopixel Bus funktioniert nicht mit dem ESP-IDF, aber mit Arduino und ich glaube, standardmäßig wird Arduino genutzt. Also nutzen wir das hier doch mal.
kopieren wir uns den ganzen Kram hier einmal rüber in unsere Config. So, schauen wir mal. Die Pin müssen wir noch festlegen. Dazu macht es aber auch Sinn, das Board an die richtige Stelle zu machen. Und nehmen wir D0 zum Beispiel für die Datenverbindung. Mal gucken, ob das funktioniert. Alles ist rot. Warum? Ja, GPIO 0, so soll es sein. Und Anzahl LEDs, was hat man gesagt? 8 Stück, glaube ich. Das Ganze jetzt die Cloud Light. Und dann installieren wir das mal hier drauf. Mal gucken, ob dann etwas passiert. Gucken, was nutzt der hier? Steht hier irgendwas? Hier steht nur Arduino. Okay. Ja. Wird schon passen. Da haben wir einen Fehler. Does not exist. Das hat wohl nicht so dolle funktioniert. Suchen wir das nochmal. Im Übrigen, ich habe hier wieder meinen Debug-Parameter drin. Ohne den macht auch der hier Probleme im WLAN. Diese ESP8266, die sind halt leider ein bisschen wackelig, gerade halt, wie gesagt, mit so Fertigprogramm. Aber hier so müsste es eigentlich funktionieren. Also, mal abwarten. Jetzt sollte ja ein Log folgen. Achso. Okay, ich habe gesehen, dass er verbunden hat. Dann krallen wir mal unseren Home Assistant hier. Und da ist er schon aufgetaucht hier, The Cloud. Okay, konfigurieren. Und da sind wir. Jetzt haben wir hier The Cloud Light. Können wir anschalten, können wir Dings machen. Okay, das müsste eigentlich funktionieren. Mal gucken, wie das aussieht, wenn wir es fertig angeschlossen haben. Also, was brauchen wir denn noch hier? Wir brauchen eine Stromversorgung mit 5 Volt. Da hatte ich ja gesagt, holen wir das abgeschnittene USB-Kabel für. Und wir brauchen, wo ist der LED-Streifen, den ich eben in der Hand hatte? Nehmen wir den hier. Der muss dann auch noch mit dran. Und der D-In, der muss an den D0 hier. So haben wir das ja festgelegt. Also, nehmen wir mal hier unser USB-Kabel uns vor. Schneiden direkt mal ein bisschen mehr ab, dass wir ein bisschen Kabel haben, um den Dings hier auch zu verbinden, den LED-Streifen. Dann einmal hier die Adern raus operieren und gleich dann den anderen abisolieren. Okay, USB-Kabel ist jetzt an der einen Seite dran, auf der anderen Seite hole ich mir Ground und die VCC und habe den Data In. Das kannst du dann jetzt noch hier dran. Und zwar, was haben wir gesagt, auf D0 machen wir unseren Datenpin. Und die anderen beiden, das ist dann V-In und Ground auf der anderen Seite. Natürlich jetzt etwas ungünstig, dass es halt wirklich genau auf der anderen Seite hier ist. Aber die Kabel hier, die sind noch halbwegs biegbar, die sind jetzt nicht so dick. Und hier dieser ESP, der zieht jetzt nicht so viel Strom im Vergleich zu den LEDs. Das sollte eigentlich alles passen. Gut, noch das Ganze irgendwie verlöten, dann sollte schon alles funktionieren. Okay, stecken wir mal den USB ein, gucken, was passiert. Normalerweise müsste das Ding dann online gehen, denn die 5 Volt, die wir hier drüber schleifen, kommen ja beim V-In hier an, gehen über den Linearregler und dann 3,3 Volt für die CPU. Das heißt also, theoretisch sollte der genügend Leistung haben, um zum WLAN zu verbinden. Und der Datenkanal ist auch angeschlossen. Mal gucken, was der sagt. Strom an. Jetzt nichts gesehen, ob was geblinkt hat. Mal gucken. Wo ist denn mein Browser? Ne, da ist nicht mehr verfügbar. Nicht ganz, was ich erwartet hatte. Jetzt ist... Bitte sag mir, dass ich das Ding jetzt nicht gegrillt habe. Ich habe nämlich eins nicht gemacht, was man immer machen sollte. Nämlich vorher messen. Normalerweise sind die USB-Farben hier normiert, das heißt also grün und weiß sind die beiden Datenleitungen, rot und schwarz sind die Pins für Stromversorgung, wobei rot plus ist und grün minus. Jetzt kann es natürlich sein, dass die
hier vertauscht sind. Sollte nicht, aber richtig rumhalten. Dann haben wir auch richtige Messwerte. Und was kriegen wir raus? Okay, hier kommen 5 Volt an. Soweit, so gut. Kommen hier hinten bei dem auch 5 Volt an. Hier kommen keine 5 Volt an. Doch. War nur schlechter Kontakt. 5 Volt ist da. 3,3 Volt. Kommen auch raus. Also hätte gehen sollen. So, gerade mal schauen. Ist hier irgendetwas, was einen Kurzschluss machen könnte? Nein, sind isolierte Sachen. Das heißt, ich kann recht gefahrlos meinen Laptop gleichzeitig einstecken. Okay, ich habe jetzt im Log gesehen, dass er ein bisschen Probleme hat, das WLAN hier reinzubekommen. Vielleicht, dass ich ein bisschen weit weg bin. Aber aktuell ist er jetzt verbunden, momentan versorgt vom Rechner. Jetzt können wir, denke ich, mal testen, ob hier die LEDs angehen. Und wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Jetzt kann es natürlich sein, ich habe GPIO0 geschrieben. Jetzt weiß ich nicht, ob GPIO0 und D0 das gleiche ist. Das Problem ist, diese D-Zahlen, die hier draufstehen, ist nicht von den Zahlen her nicht identisch mit den Zahlen, die in der CPU sind. Wir können mal gerade gucken, was dann D0 wäre. Okay, also das wäre 16 und der andere wäre D3. Also D3 würde der 0 von dem entsprechend und die D0 von hier würde 16 hier entsprechen. Dann holen wir mal GPIO 16, mal gucken, ob der damit was anfangen kann. Kann er nicht. Kann nur bis 15 supporten. Na dann, wenn er nur bis 15 supporten kann, kommen wir wohl am Umlöten nicht dran rum. Dann machen wir es mal rüber auf den D3, den wir eben gesagt haben. Ja, okay, sah nur vom Licht her so seltsam aus, aber ist gelötet. Ja, versuchen wir das nochmal. Strom an, schauen, was passiert. Und hier ist natürlich GPIO 0 jetzt wieder richtig. So, probieren wir mal und hey, hell. Wow, sehr hell. Ja, ein bisschen tiefer hier. Und können wir auch die Farbe wählen. Rot. Ja, Pi mal Daumen, blau, grün. Ich würde sagen, die Ansteuerung klappt so. Das heißt, wir können jetzt hier uns die nötigen Sachen mischen, die wir haben wollen. Das war jetzt keine Einzelansteuerung. Keine Ahnung, ob man die hier noch irgendwie machen kann. Aber Prinzip funktioniert schon mal. Gut, dann machen wir den jetzt hier nochmal raus. Stecken wir USB aus. Whatever. Wir können auf jeden Fall mal Strom draufgeben über die Powerbank, die ich hier habe. Mal gucken, ob er sich dann dazu durchringen kann, doch zum WLAN zu verbinden. Strom ist jetzt an. Eigentlich müsste das gehen. Ja, ich bin zwar jetzt... Okay, nicht verfügbar. Ich bin zwar jetzt hingegangen und habe das hier drüber geschliffen, ausgeschaltet. Das sieht gut aus. Ich wollte gerade sagen, durch das Drüberschleifen habe ich natürlich einen gewissen Spannungsverlust. Ja. Aber der hier braucht nicht so viel Spannung und das hier ist keine Strecke, also ein PCB-Trace sollte das hinkriegen. Frage, geht's jetzt? Yay! Das ist jetzt per Powerbank, also mit unserer USB-Versorgung. Jetzt muss das Ganze nur noch irgendwie hier rein. Wir können schon mal einen kleinen Test hier machen, ob das überhaupt funktioniert. Biegen wir den mal hier ein bisschen zurück beide. So, so. So liegt es in ungefähr drin. Jetzt natürlich noch nichts zum Festhalten. Das heißt, ich mache das mit den Fingern und können wir unsere Wolke jetzt leuchten lassen. Yay! Okay, die Kamera steuert jetzt natürlich gegen, aber ich denke, man kann sehen, dass es hell und dunkel wird. Und natürlich dann auch hier die Farbe wechseln kann. Das heißt also, so können wir dann anzeigen, wenn die Wolke plötzlich irgendwie schlechte Laune hat. Ja, gibt nicht wirklich irgendwas an Funktionen hier. Das ist ein bisschen schade. Mit WLED hätte man halt auch Effekte und so weiter machen können. Aber fürs Erste müsste das ja reichen. Okay. Und bei The Power of Highs Kleber haben wir das Ganze jetzt hier auf dem Originalsockel. Dem geht das auch nicht verloren.
wieder hier ein bisschen reinfriemeln. So. Und das müsste dann halbwegs halten. So rum wird's. Was ich gleich noch machen werde, ist noch ein... was ich sagen wollte, ich werde gleich noch ein bisschen was da drauf machen an Füßen, dass das Ding ein bisschen höher ist, dass das Kabel unten drunter auch sinnvoll rauskommen kann. Ich hatte jetzt ja das Kabel nach unten raus, nicht nach hinten, was wahrscheinlich sinnvoller gewesen wäre, aber ich denke, hier so sollte das funktionieren. Und mit der Magie von ein bisschen Heißkleber hat das Ding jetzt auch zwei Füße und einen Deckel bekommen. Das heißt, wir haben jetzt unsere Wolke fertig. Praktischerweise, dadurch, dass das Kabel unten rausgeht und wir das jetzt so hinstellen, können wir dann wählen, ob wir hier unsere wunderschöne Kawaii-Wolke haben wollen oder doch eher ein bisschen neutraler die Wolke fürs Büro. Ja, prinzipiell ist das Ding fertig. Wir können es jetzt ansteuern, wie wir wollen. Softwaretechnisch sind da wie immer der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Da könnte man zum Beispiel drauf machen, ob ein Cloud-Dienst, den man irgendwie gerade benutzen möchte, angeschaltet oder ausgeschaltet ist, respektive gerade ausgefallen ist. Ich nutze das Ganze aktuell jetzt hier, um mir anzuzeigen, ob einer meiner Server funktionsfähig oder nicht funktionsfähig ist. Hauptsächlich mit dem Hintergedanken, dass das ein Dienst ist, den ich immer wieder an- und ausschalte. Und naja, hier das Ding, das braucht zwar ein bisschen Strom, sicher. Aber hier so kann ich halt direkt auf einen Blick sehen, oh Moment, habe ich vergessen auszuschalten, machen wir die große Kiste mal aus und sagen wir es mal so, für den Strom, den die große Kiste in ein paar Minuten verbraucht, kann hier das Ding sehr lange leuchten. Und ja, damit haben wir dann hier diese wunderschöne Wolke vor dem Müll bewahrt, hat jetzt wieder einen sinnvollen Einsatzzweck und ich würde mal sagen, mit der Funktion, die sie bei mir dann macht, ist es auch ein sehr hilfreicher Helfer, der damit das tut, was er soll.